Hold off. Buckingston. 2 Tage Reisezeit. Running hat sich erhöht. Nicht schlecht. Okay, da müssen wir also rein. Das da scheint die Festung zu sein. Okay. Wir können rechts lang oder geradeaus. Ich will geradeaus. Extreming war nicht erfolgreich. Oh. Das hier ist ja vielleicht mal ein Wirrgang. Wenigstens haben wir wieder unser volles Leben als Werwolf. Sodass wir nicht mehr allzu leicht getötet werden. Die Spinne lasse ich mal leben vorerst. Ah, da geht's runter. Ja, egal, gehen wir runter. Da haben wir Wasser. Und wo geht's dahin? Ein Schatz. Das ist eine Mumie? You see a mummy. Eine Mumie. Mumie getötet. Wir fahren uns eh wieder gleich zurück. Also 165 Gold und 20 Gold. Was ist das hier? Das ist ein Rezept für Potion of Chameleon Form. Das ist ja cool. Was haben wir hier? Prayer, Gebetsperlen. So, gleich sind wir wieder Werwolf. Da geht es eh nicht weiter. Obwohl, wir sind ja jetzt wieder 2 Tage gereist. Vielleicht werden wir jetzt gar nicht mehr zum Werwolf. Ja, sieht gut aus, dass wir jetzt nicht mehr zum Werwolf werden. Ich will dann gleich mal hier unten. Halt, falsch. Bisschen runter. Da ist eine Unterwasserratte. Oh, ein Schlachterfisch. Noch einer. Was zur... Ich glaube, die Waffe ist mir gerade kaputt gegangen, oder? Kann das sein? Halt, das wollte ich jetzt so nicht. 25 Gold, was ist das? Potion of Levitation, geil. Und das da? Heiliger Dolch und nochmal Heiliger Dolch werden mitgenommen. Sind viel Geld wert. So, dann muss ich hier wieder das hier zaubern. Okay, ich glaube, vielleicht sollte ich dann auch, bevor ich weiter schwimme, nochmal rausgehen. Ich brauche jetzt, glaube ich, sowieso auch eine neue Waffe. Broken. Remove. So, dann werde ich... Nee, das ist Elfen. Elfen will ich noch nicht. Und das ist normal. Ja, nehmen wir doch die Waffe. Oh, das sind 2 Hände. Ja, auch nicht schlecht. Dann machen wir mal Flail of Oblivion. Auch nicht schlecht. Was kann der denn überhaupt... Ren Strikes Sphere of Negation. Was macht das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Aber es trifft, wenn man zuschlägt. Also egal. Wieder runter da. Die ganze Zeit wollten, dass ich mal eine neue Waffe trage, werden sich jetzt eh freuen. Da ist ein Geheimgang. Nein, ist es nicht. Ah, okay. Mehr gab es hier nicht. Dann wieder raus. Ah. So. 117 Mana haben wir jetzt auch inzwischen.
So, dann da hinten war, glaube ich, eine Sackgasse. Ja, war es. Da war auch eine Sackgasse. Dann gehen wir hier wieder hoch. Bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem Schaden ist, jetzt da wir eine neue Waffe haben. War da nicht eine Spinne vor allem? Halt, das Skelett haben wir noch nicht durchsucht. 10 Gold. Stahlkurzbogen. Ja, geht schon. Da ist sie. Entweder wir versuchen Backstabbing oder wir schießen sie. Und gleich, gleich, gleich. Komm schon. Oh. Ah, okay, gestorben. So, wieder umrüsten. Sieben Pfeile. Ich weiß nicht, wie viele wir gebraucht haben. Aber wir haben alle wieder zurückbekommen. Wir hatten vorhin auch 91. Ich weiß ja nicht, ob man alle wieder zurückbekommt. Immer. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben mal nicht alle zurückbekommen. Oh, eine Mumie. Oh, toll. Das Material der Waffe ist nutzlos. So, versuchen wir mal den Stab. Oh, der funktioniert. Aua. Hier können wir weiter zurück. Da ist ja nichts. Okay, Mumie getötet mit dem Eisenstab. 155 Gold, was ist das da? Normales Papier, das lassen wir jetzt mal. Ein Kite-Sheet lassen wir auch. So, wird gespeichert. Ja, ich will die andere Waffe wieder ausrüsten. So, was haben wir hier drin noch? Sieht aus, als hätte ich hier nichts mehr drin. Hier geht es nach oben. Soll ich nach oben oder hier unten weiterschauen? Ich glaube, ich gehe nach oben. Was finden wir hier? Ah, ein Skelett. Aua. Spell Effect failed. Oh. Wir haben jetzt nur einmal getroffen, oder? Resist Frost. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? The Ebon Arm by Written Roll. Den hatten wir noch nicht. Und ein normaler Eisenstab. Wir haben ja auch noch gar nichts vorgelesen, dieser Aufnahme. Das werde ich auch noch machen. So, Potions, Potions, Kite Shield, Shining Mark. Wo ist es denn? Ah, da. Ich habe es eh ausgerüstet gerade. Ja, sollen wir mal kurz was vorlesen? Ja, bevor ich es nachher wieder vergesse, lesen wir eben mal kurz was vor. Wir haben ja hier eh nur dieses eine Buch gerade dabei, oder? Genau. Dann lesen wir es doch gleich mal durch. The Ebon Arm. Mal sehen, was der Titel auf Deutsch heißt. The Ebon Arm. Heißt der schwarze Arm. Ah ja. The ground shakes. The great arm is continued to wake their unrelenting battle. The battlefield is red. The rivers flow crimson. The sky reflects a deep pink. In the distance, lightning flashes and thunder sounds. Two huge ravens begin circling the field. The blackness is vibrant against the various shades of red in this vista of death and suffering. The bright flashes of light and rumbling begin to increase. The redness surrounding the battlefield begins giving way to a golden glow from the east, almost like a summer setting sun. From the false sunset, a massive golden stallion and single rider approach. All become suddenly still on the field of battle as both sides recognize Raymond
Ebonarm, God of War, and the companion and protector of all warriors, also known as the Black Knight and as his mighty steed Warmaster. He rides into the middle of the blood-soaked fields and dismounts. He is a very imposing figure. His very tall and heavily muscled body is encased in ebony armor. His ebony helm does not hide the flowing reddish blonde hair and beard, which appear almost as shimmering gold, nor does it shield the steel blue eyes that seem to pierce all they fall upon. In his left hand, he carries a massive ebony tower shield, on which is emblazoned a fiery red rose. As he raises his right arm, all see an arm and a magnificent ebony blade, which are extensions of each other. The fused arm and sword are a result and symbol of the wound suffered by this god during the titanic battles in the youth of this world. The ravens come to rest on his shoulders, and as the point of the ebony blade seemingly touches the sky, lightning flashes, thunder roars. Then total quiet descends, and a shudder rolls through both armies. The leaders of both armies approach Raymond Ebonarm and Kneel. In turn, they tell their reasons for this war. Each asks for the favor of the Black Knight for their cause. Raymond Ebonarm listens, but there is no acknowledgement that he has chosen to favor on one side or the other on this fight. However, each of the leaders has heard the other state his position, and each knows that this war is baseless. They embrace and turn to their armies. They instruct their forces to bury their dead, tend their wounded, and return to their homes. Raymond Ebonarm mounts his great golden stallion, Warmaster, and again raises the ebony blade skyward, and extends the huge rose emblazoned ebony shield to both armies. A massive chorus of cheers rises from their armies. The ravens again take to the air. Lightning and thunder follows him as he rides into the sunset, followed by the two birds. The armies do as they have been bidden. They care for their wounded and bury their dead. As they retreat towards their homes, each warrior is sure that the great god Raymond Ebonarm, the Black Knight, has responded to their individual prayers for intervention. Each side has won, neither has lost. As the armies depart the fields, the rivers begin to run clear, and a single red rose begins to bloom near the grave of a fallen hero. Ja, eine nette Geschichte, finde ich. Interessant, gehen wir weiter. Finde es aber auch schade, dass sie überhaupt nicht mehr irgendwie vorkommt, weil es ist ja eine Gottheit, als Gottheit wurde sie zumindest erwähnt. Okay, gestorben. Wir haben sie zweimal getötet, so wie es ausgesehen hat. So, was haben wir hier? Heilige Bücher und ja, ein Bild. Werden mitgenommen. So, dann geht es hier noch weiter nach oben. Und wo kommen wir jetzt hier? Jetzt haben wir erst hier eine geheime Tür. Nein, hat nur so ausgesehen. Okay. Nochmal speichern. Das ist eine Mumie! Die kann ich mit der Waffe doch nicht besiegen! Equipping Staff. Am besten gleich nochmal speichern, nur für den Notfall. Nein, nicht das. Wo ist denn der Protector? Hier. Thank you.
Jetzt stirbst du aber. Da ist noch eine. Komm mal ein bisschen hierher. Wahrscheinlich stirbt der jetzt genau da, wo der andere auch ist. Das will ich aber nicht. Ich will ja beide looten können. Nein. Ah, gut. So, 200 Gold. Und was ist das? Kettenkürass. Können wir leider nicht tragen. So, dann haben wir hier einen Schatz. 50 Gold und heiliges Wasser. Ne, wird mitgenommen. Und hier haben wir 215 Gold. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Weiter. Also die Mumien, die haben wirklich sehr viel Gold. Das ist cool. Und jetzt haben wir die spawnen wahrscheinlich jetzt, da wir Level 5 geworden sind. Ach halt, Moment mal, da könnten wir eigentlich wieder die andere Waffe benutzen. Wie geht der? Sieht ja eigentlich aus. Immer noch neu, ja? So, bisschen warten. Einmal haben wir getroffen. Zweimal. Dreimal. Ja, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Schaden. Keine Ahnung. Gib mir da lang. Sieht kürzer aus. Oh, ist es aber nicht. Boah, sonst ist hier nichts. Weiter. Wir müssen doch irgendeinen Typen finden, oder? Ich frage mich, wo der sich versteckt hat. Wo geht's da weiter? Gehen wir erstmal hier weiter. Ah, okay. Irgendwie glaube ich, wir waren hier schon mal. Nein, waren wir noch nicht. Doch, waren wir. Waren wir, ja. Ja. Okay. Hier vorne waren wir auch schon. Da sind wir dann lang gegangen, nach oben, genau. Da hinten. Also hier unten gibt es eigentlich nur noch diesen einen Weg. Mit einem Skelett drin. Eins. Zwei. Drei. Ja, geht eigentlich. 15 Gold. Was haben wir hier? Ein Stahlkurzschwert brauchen wir nicht. Nein. Ein bisschen heilen könnten wir uns mal wieder. Nein. Da. Ja, hier ist aber auch nichts. Gut, dann gehen wir zurück. Und sehen mal, wo wir noch so hinkommen. So, hier lang. Machen wir gleich hier weiter. Speichern. Gehen wir erstmal nach links. Oh, aber von geradeaus kommt ein Skelett. Stirb, Skelett! Stirb doch einfach! Geht doch. So, 40 Gold. Das ist ein Elfenkurzschwert. Das wird mitgenommen. Stahlklemmer wird nicht mitgenommen. Das hat zu wenig Schaden. Normale Waffen werden nur mit ab 20 Schadenspunkte mitgenommen. Finde ich jetzt persönlich. Also werde ich zumindest so machen. Okay, ich weiß nicht, wieso die Tür aufgegangen ist. Hier ist doch gar nichts. Und hier ist auch nichts. Dann geht es hier nicht weiter. Hier hoch. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Ah, nee, 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 hier geht's nach oben. Da waren wir aber schon. Genau, da war die Ratte. Okay, okay.
Genau, und hier. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir gehen hier weiter. Sonst haben wir auch gar nichts mehr. Da ist eine Spinne. Erstmal umsehen, was hinter uns ist. Nichts. Ah, jetzt hat sie uns entdeckt. Ein Schlag und tot. Okay, ich will da lang. Noch eine Spinne. Oh, die habe ich jetzt zweimal treffen müssen. Gehen wir da lang. Nach oben. Okay, jetzt zwei Türen. Mit mindestens einem Skelett. Nein, nein. Ja. Ich glaube, das ist der eine Typ da. Das gleiche gleich hin nochmal. Protector. Protector. Silent Casitude. Oh. Nein, ich bin gestorben. Ich habe es aber zuvor gespeichert, oder? Ja, habe ich.